Da kommt die neue Moderatorin frisch aus dem Karton gehüpft und was hat sie an? Ein Sackkleid. Und warum? Weil Hotpants verboten sind. Denn Hotpants sind böse. Hotpants gefährden das Schulklima. Hotpants mögen nicht alle. An einer Schule in Baden-Württemberg sind sie jetzt verboten. Die Leiterin meint, der Schulfrieden sei in Gefahr. Solche Diskussionen gibt's fast jeden Sommer, aber jetzt regt sich das Netz drüber auf. Hotpants-Verbot und keine Ehe für alle? Deutschland entwickelt sich zurück ins letzte Jahrhundert. Machen wir es einfach umgedreht. Erlauben wir Hotpants, verbieten wir Schulen. Finde ich gut, gleich nackt ist eh besser. Auch Anne Wiezurek, Feministin vom Dienst, ist gegen das Verbot. Hashtag Hotpants-Verbot zielt bei durchschnittlichen 30 Grad allein auf Mädchenkleidung ab. So viel zu gesellschaftlich werten. Wir reden hier über Kleidung, die einfach getragen wird aus Komfortgründen, weil es halt einfach unfassbar warm ist. Wir sexualisieren ja halt Kinder und Jugendliche und stellen halt in erster Linie weder Mädchen als Sexobjekte dar. Und das ist definitiv problematisch. Eine Lösung wären Schuluniformen, allerdings nicht diese hier aus Japan. Frauen in Hotpants rauben Männern wohl den Verstand. Die Schülerinnen an der Schule in Baden-Württemberg, die müssen jetzt riesige T-Shirts über die Hotpants ziehen. Noch besser würde ja das hier helfen. Hotpants-Verbot am Arsch. Sackkleid am Arsch. Wer sich diese Woche von all den Hotpants etwas ablenken musste, kein Ding, wir haben da eine super Beschäftigung gefunden. Die Most Exclusive Website. Das Spektakulärste an dieser Seite ist diese Uhr. Wenn die abgelaufen ist, dann zeigt einem die Most Exclusive Website eine Minute lang, was sich auf ihr verbirgt, allerdings immer nur genau einem User. Wenn man wie ich Ticketnummer 534.104 hat und gerade erst Ticketnummer 517.742 an der Reihe ist, da muss man sehr, sehr, sehr lange warten. Das ist ein bisschen wie an einer Wurstticket, nur dass man am Ende keine Wurst hat, sondern möglicherweise süße Tierbabys. Was soll das Ganze überhaupt? Der Macher der Seite, Justin Foley, möchte mit dieser Aktion auf Folgendes aufmerksam machen. Normalerweise bekommen wir im Internet alles und zwar sofort. Aber nicht so diese Seite, die lässt uns warten und zeigt uns, exklusives Internet ist scheiße. Und unverschlüsseltes übrigens auch. Danke dafür, jetzt wissen wir das Internet endlich gebührend zu schätzen und füllen den Rest der Wartezeit mit unserem Filter. Aufstand der Reddit-User. Vor ein paar Tagen hatten viele User ihre Diskussionsbereiche aus Protest offline gestellt. Der Grund? Die beliebte Mitarbeiterin Victoria Taylor wurde entlassen. Sie war für viele der freiwilligen Reddit-Moderatoren eine wichtige Ansprechpartnerin. Außerdem stört sie, Reddit löscht zu viel und wird zu kommerziell. Jetzt soll Reddit-Geschäftsführerin Ellen Pao gehen. Mehr als 200.000 Menschen haben schon für ihren Rücktritt unterschrieben. PewDiePie verdient 6,7 Millionen Euro. Der Schwede Felix Hjelberg ist mit seinem Kanal PewDiePie der erfolgreichste YouTuber der Welt. Der schwedische Express meldet, 2014 hat er damit 63 Millionen Kronen verdient. Nicht jeder freut sich mit ihm. Er ist der nervigste Mann der Welt. Ich finde es seltsam, wie jemand, der rumschreit und Computerspielt, so viel Geld verdienen kann. PewDiePie hat sich inzwischen dazu in einem Video erklärt. I have 9 billion views and that translates to something. There's ads in my videos. I make money out of those. Google Software auf LSD. Bei diesen Bildern solltet ihr besser nicht bekifft sein. Google hat mit seiner Software zur Bilderkennung rumexperimentiert und was die Software Deep Dream dabei fabriziert hat, sind keine mega scharfen HD-Fotos mit 3 Milliarden Pixeln, sondern Bilder, die von einem Kunststudenten auf LSD stammen könnten. Wer Bock auf einen psychedelischen Bildertrip hat, kann sich das Tool jetzt auf der Programmierplattform GitHub runterladen. Selbst der Drogenfilm-Klassiker Fear and Loathing in Las Vegas sieht mit Deep Dream Optik noch chaotischer aus. Das ist sehr praktisch. Endlich kann man sich einen visuellen Drogentrip reinfahren und das ganz ohne Pilze. So, jetzt mal genug mit dem Hallo-Kram und zurück in die Realität. Inzwischen gibt es ja für fast alles eine App, aber das sind dann meistens so Friede, Freude, wie sehe ich am besten aus, wie nehme ich am besten ab Apps. Jetzt gibt es aber eine App für den Bürgerkrieg. Ohne Scheiß. Kinder als Soldaten zu beschäftigen, ist nicht erlaubt. Ebenso Angriffe auf Zivilisten oder auf Krankentransporte. Diese und viele andere Regeln sind in den Genfer Konventionen festgehalten. Doch in Bürgerkriegen werden diese Regeln häufig nicht beachtet. Die Organisation Geneva Call setzt sich dafür ein, dass die Genfer Konventionen eingehalten werden, seit neuestem auch mit einer App.
Wir wollten etwas machen, das nicht zu formell ist, das auch ein bisschen unterhaltend ist. Und deswegen nähern wir uns dem Thema mit einer Gaming-App. In der App Fighter, Not Killer können Quizfragen zu verschiedenen Szenarien beantwortet werden. In welchem Fall darf auf wen geschossen werden und welche Waffen darf man benutzen? Eigentlich ist das geregelt. Diese Regeln haben sich an Staaten gerichtet, aber jetzt stellen wir fest, dass in den meisten Konflikten bewaffnete Gruppen involviert sind und wir finden, dass auch diese Gruppen die Regeln respektieren sollten. Per App könnten die Genfer Konventionen bekannter werden, auch in Kriegsgebieten. Zwar eine komische Vorstellung, aber warum sollte man es nicht wenigstens ausprobieren? Irgendein Talent haben wir ja alle, die einen halt mehr, die anderen weniger. War jetzt eher ein Beispiel für weniger, aber das ist auch nur ein Glockenspiel. Richtig schlimme Sachen kann man mit dem Klavier anstellen, aber eben auch richtig schöne. Den Pianomann der Woche seht ihr jetzt in unserem Liebling. Es ist eins der aufsehenerregendsten YouTube-Videos der vergangenen Woche. Millionenfach angesehen innerhalb weniger Tage. Ein Obdachloser mit dem Talent eines Konzertpianisten. Der Mann heißt Donald Gold und spielt vor einem Restaurant in Florida für ein paar Dollar. Dabei wird er von einer Touristin gefilmt und deren Sohn Dylan veröffentlicht das Video auf seinem Kanal. Dass so ein Talent auf der Straße leben soll, wollen viele User nicht hinnehmen. Dylan zum Beispiel ruft für Donald eine Facebook-Fanpage ins Leben, die nach einer knappen Woche bereits mehreren tausend Leuten gefällt. Auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe nutzt eine Bekannte von Donald die aktuelle Aufmerksamkeit und sammelt Spenden für Donald. Erstes Ergebnis: komplett Makeover. Dylan hat eine eigene Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo gestartet. Mit dem Geld will er Filmporträts über Obdachlose in den USA drehen. Ich will dazu beitragen, dass Amerika sich mit Obdachlosen auseinandersetzt, weil es auch Menschen sind. Und oft sind das Menschen mit versteckten Talenten. Ansichtskarten, selbstgeknüpfte Armbänder und Handarbeiten aller Art nehmen wir natürlich sehr gerne per Post entgegen. Ansonsten erreicht ihr uns aber auch hier. Und wer es schafft, mit dem Fuß ein Selfie von seinem Hintern zu machen, der möge uns das bitte gerne zukommen lassen. Belfi Ahoi und bis bald.